Ja, danke schön für die herzliche Begrüßung. Lieber Franz. Und herzlichen Dank für alle Leute, die da im Hintergrund gearbeitet haben, dass der Abend möglich geworden ist. Wir wollen über das Thema Migration sprechen. Und ich sage vielleicht ganz kurz, was meine Verbindungen sind zu diesem Thema. Ich habe von 2009 bis 2015 war ich an der Universität Tübingen, Professor für politische Geografie und habe das Spezialgebiet interreligiöse Konflikte behandelt, auch das Thema Geopolitik. Sie sind auch verknüpft, beide Themen. Insbesondere habe ich Forschungsarbeiten durchgeführt im Kontext des islamischen Kulturraums, die Diskriminierung, teilweise Verfolgung von religiösen Minderheiten. Jesiden zum Beispiel im Nahen Osten, Christen in Nigeria, im Südsudan, der sich ja dann abgespalten hat, und in anderen Teilen Asiens. Diese Themen sind von großer Bedeutung, auch wenn sie in großer Ferne zu uns sich abspielen. Aber es sind letztendlich gesellschaftliche Spannungen, die sich immer dann zeigen, wenn sich die gesellschaftliche Zusammensetzung verändert durch demografische Verschiebungen. Das heißt, die Bevölkerungszusammensetzung entweder durch natürliche Bevölkerungsentwicklung, also Geburtenraten, beziehungsweise durch Migration sich verändert und dann sich auch eben entsprechend die Kräfteverhältnisse in einer Gesellschaft verändern. Egal, ob Sie ein diktatorisches System haben oder ob Sie ein demokratisches System haben, Sie werden immer letztendlich in der Politik ein Stück weit reflektiert sehen, die Interessen, die in der Gesellschaft einfach sich artikulieren, die mit einer gewissen Macht auch sich versuchen, Durchbruch zu verschaffen im politischen System, in der politischen Steuerung einer Gesellschaft. Und deswegen ist gerade auch für uns dieses Thema Migration von großer Bedeutung, weil sehr unmerklich in sehr langen Zeiträumen durchaus Veränderungen vonstatten gehen, die eine Gesellschaft unwiederbringlich verändern. Und diese Veränderungen sind, wie gesagt, weil sie eben sehr schleichend verlaufen, von vielen Menschen kaum wahrnehmbar. Sie verlaufen auch nicht an allen Orten, in allen Regionen Europas in der gleichen Geschwindigkeit ab. Es gibt Hotspots, wo diese Veränderungen schon sehr viel weiter vorangeschritten sind als in Regionen wie jetzt die ländlichen Räume Oberbayerns oder Schwabens. Da mögen Sie vielleicht das Gefühl haben, ist doch alles eigentlich in Ordnung. Man braucht also schon relativ viel tiefgehende Analyse und auch prognostischen Weitblick, um zu verstehen, warum solche Prozesse durchaus für uns hier und jetzt von Bedeutung sind und wir sie entsprechend auch offen diskutieren sollten. Und das Europäische Parlament, ich habe hier mal das Gebäude aus Straßburg eingeblendet, spielt ja interessanterweise auf den Turmbau zu Babel an. Da hat die Europäische Union auch selbst damit geworben mal mit diesem Plakat. Europe, many tongues, one voice, also viele Sprachen, eine Stimme. Das ist der Wunsch Europas, dass letztendlich trotz dieser Verschiedenheit der einzelnen Nationen, der einzelnen Völker, die die Europäer ausmachen, eben alle an einem Strang ziehen, mit einer Sprache sprechen. Das ist auch gewissermaßen eine Möglichkeit, die durchaus denkbar ist. Sie wird aber in dem Maße untergraben, wie sich große Bevölkerungsteile oder wachsende Bevölkerungsteile einem ganz anderen Wertesystem zuordnen als dem in Europa dominanten. Und wenn Immigration jetzt seit Jahren schon überwiegend eben islamisch ist, von der kulturellen und religiösen Zuordnung her, dann werden Sie natürlich das Wertesystem des Islams verstärkt repräsentiert sehen in Europa, auch in der Politik zunehmend in der Zukunft repräsentiert sehen. Und es geht da nicht jetzt um die Frage, bete ich in Richtung Mekka oder bete ich in Richtung Allerheiligstes am Altar. Das sind wirklich grundlegende Fragen der Gestaltung der Gesellschaft, der Führung eines Staates,
wo bei uns im Christentum eben die Trennung von Kirche und Staat mittlerweile nach langen Kämpfen, wo das bei uns auch nicht so war, sich durchgesetzt hat als Konsens, so ist im Islam eben die Einheit von Religion und Staat das Credo, das grundlegende Credo dieser Religion. Das ist nicht wegzudiskutieren. Das gründet sich auch auf den Heiligen Schriften und auf der Tradition des Islam. Das Kalifat ist das anzustrebende Modell der Organisation einer Gesellschaft, und da ist der religiöse Herrscher zugleich der weltliche Herrscher. Das ist quasi das Nachfolgemodell eben des Systems, das unter Mohammed, dem Religionsstifter, begründet wurde. Und wenn diese beiden Wertesysteme aufeinandertreffen, das eine, wo es eben heißt, die Menschen einigen sich in Debatten, in Parlamenten über ihre Regeln des Zusammenlebens, das nennen wir Demokratie, und im anderen System heißt es, wir müssen ganz perfekt die Glaubensvorschriften unserer Religion befolgen, die hineingehen in den Bereich des Sich-Kleidens, des Heiratens, des Erbrechts etc., dann haben sie da natürlich eine ganz unterschiedliche Vorstellung und im Effekt auch dann zwei ganz verschiedene Wertsysteme, die aufeinandertreffen und die sehr schwer sich dann einig werden, wie Gesellschaft zu regeln ist. Also das System der Scharia, das eben von 2/3 der Muslime weltweit in Umfragen von Pew Research Center so bestätigt gelten muss, damit der Islam in seiner Fülle gelebt werden kann, ist einfach unvereinbar mit unserem Rechtssystem, wo Mann und Frau gleichgestellt sind und wo eben gewisse Dinge des Privatlebens einfach im individuellen Ermessen des einzelnen Menschen liegen und eben nicht zentral von einer höheren Autorität geregelt werden. Also diese lange Einführung habe ich jetzt gemacht, um einfach klarzumachen, dieses Thema ist extrem wichtig, der Migration und der langfristigen Folgen der Veränderung unserer Gesellschaft, unseres Zusammenlebens. Und auch wenn es schwer erkennbar ist, die Größe der Herausforderung, so ist es doch eben wichtig, das gemeinsam anzugehen. Und da ist der Schwerpunkt, den ich legen möchte, das Wort gemeinsam. Es muss also ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs, ein Konsens hergestellt werden. Und das ist eine sehr große Herausforderung, denn dieses Thema ist sehr stark belastet von moralisierenden Vorstellungen und Regeln, die uns schon in der Debatte über dieses Thema übergestülpt werden sollen. Und das ist natürlich nicht hilfreich, um die Probleme zu ergründen und um da weiterzukommen. Wenn wir uns über diese Themen Gedanken machen, dann ist das letztendlich nicht nur im Sinne des Völkerrechts. Hier sehen Sie die UN-Sozialcharta von 1966. Es ist sogar die Verpflichtung, würde ich sagen. Hier wird in Artikel 1 festgelegt, die Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung, und zwar alle. Und das schließt eben auch mit ein, die Bestimmung über den politischen Status und auch über die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. Das ist also unser Auftrag als Volk, sich darüber im Klaren zu werden, wie wollen wir uns auch kulturell in Zukunft weiterentwickeln. Und deswegen kann man da die Migrationsfrage nicht einfach so ausklammern, nur weil man selbst noch keine genügend oder ausreichende Welterfahrung gesammelt hat, um zu erkennen, dass die Migrationsfrage wirklich kriegsentscheidend in Anführungsstrichen sein kann. Es gibt viele Bevölkerungen in der Welt, Nationen in der Welt, die sich massiv verändert haben, die auch völlig verschwunden sind durch Migrationsströme, egal ob sie durch jetzt militärische Eroberungen zustande gekommen sind oder einfach durch schleichende Migrationsprozesse. Es ist einfach ein wichtiges Faktum, dass Migration Gesellschaften verändert, und deswegen, wie gesagt, der Auftrag an uns, uns da offen darüber zu unterhalten, ohne Schaum vor dem Mund, ohne Vorurteile, aber mit klarem Blick auch auf die Probleme, auf die Herausforderungen. Wir haben uns als AfD ein Europawahlprogramm gegeben, wo wir klar gemacht haben, dass eben diese Steuerung von politischen Zusammenhängen, die uns als Volk betreffen, auch in der Hand eines Nationalstaats bleiben müssen.
Wir lehnen eine quasi staatliche Europäische Union ab, wie sie jetzt wirklich auf der Agenda aller Parteien stehen hier in Deutschland. Sie merken das im politischen Diskurs, im Wahlkampf. Es wird immer nur noch von Kleinstaaterei geredet und wir müssen Europa stärken. Das sind aber alles Euphemismen, die gar nicht berücksichtigen, dass direkte demokratische Kontrolle, möglichst direkte, wir haben ja noch keine genügend direkte, weil wir noch keine Volksentscheide haben, das fordern wir aber als AfD, aber Mitbestimmung des Bürgers in der Demokratie haben wir bislang nur auf nationalstaatlicher Ebene etabliert. Sie funktioniert nicht auf europäischer Ebene. Wir haben nicht einmal eine Gewaltenteilung, wenn die Kommission gleichzeitig Gesetze initiieren kann und gleichzeitig als Exekutive firmiert. Das ist ein Defizit, ein demokratisches Defizit, wo es wirklich gefährlich ist, wenn wir sagen, wir treten jetzt mal alle Souveränitätsrechte ab als nationale Staaten und lassen uns von einem noch nicht genügend demokratisch legitimierten, quasi staatlichen Überbau gängeln und dirigieren. Wenn wir da keine Mitbestimmungsrechte mehr haben und wenn wir national uns nicht mehr dagegen stellen können, dann ist die Demokratie ausgehöhlt worden aufgrund eines Versprechens. Europa ist ja gut und steht für Frieden, will immer nur das Beste des Bürgers, ohne dass je, wenn der Kurs mal nicht mehr stimmen würde, der Bürger effektiv eingreifen kann. Über die Europawahlen kann er es definitiv nicht genügend. Das Europäische Parlament hat eben nicht einmal Gesetzesinitiativkraft. Deswegen, und nicht weil wir Europa zerstören wollen, sondern weil wir Europa erhalten wollen, stellen wir uns dagegen, dass ein bürokratisches Monster in Brüssel alle Kontrolle bekommt und der Bürger nicht mehr direkte Mitsprachemöglichkeiten hat. Ja, den Architekten dieses europäischen Superstaates steht im Wege, dass die Menschen in Europa sich nach wie vor massiv mit ihren eigenen Ländern, also mit ihren Nationalstaaten, identifizieren. Das sehen Sie hier auf dieser Grafik. Umfragen von Frühjahr 2018, Herbst 2017. Sehr verbunden fühlen sich mit ihrem Land 56-57% der Menschen und mit der Europäischen Union nur 14%. Das heißt, viermal stärker ist die Identifikation mit dem eigenen Land wie mit der Europäischen Union. Europa als Kulturraum ist etwas stärker ausgeprägt, die Selbstidentifikation, aber es ist trotzdem noch ein Riesenabstand zum Nationalstaat. Das ist ein Problem. Jeder Architekt eines Nationalstaates vor 200 Jahren wusste, wenn der Nationalstaat funktionieren soll, dann muss eine gemeinsame Identifikation her. Dann müssen vielleicht sogar Mythen geschaffen werden, die dann im Geschichtsunterricht ständig wiederholt werden, damit alle wissen, wir gehören hier dazu und in einem Krieg würden wir sterben für dieses Land. Das wurde ja dann auch übertrieben, dieser Nationalismus. Aber es ist klar, ohne eine Identifikation mit dem Raum, der gemeinsam politisch gesteuert werden soll, wird diese politische Steuerung ins Leere laufen, wird zerbrechen, wird nicht klappen. Jetzt ist die Frage, hat denn die massenhafte Migration, die die Europäische Union auch sehr zu fördern scheint, damit zu tun, dass man eben die nationale Identifikation aufweichen will, heterogenisieren will, und damit letztendlich zu einem Punkt kommen will, wo man sagt, naja, ob ich jetzt in Schweden lebe, in Frankreich, in Deutschland, es macht keinen großen Unterschied. Es ist eigentlich überall die schön bunt durchmischte europäische und außereuropäische Einheitsbevölkerung. Das ist zumindest mal eine Frage. Also wer einen Nationalstaat Europa schaffen will, der würde so vorgehen. Er würde diese Identifikation stärken wollen. Und wenn es nur dadurch geht, dass er die Identifikation mit dem eigenen Land schwächt, dann würde er auch so vorgehen, wenn er dieses Ziel verfolgen will. Ja, und wir wissen ja von Juncker, dass es tatsächlich so eine Strategie gibt, dass man eben Salamitaktik fährt, dass man Dinge beschließt, die dann in den Raum gestellt werden. Man wartet einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt,
und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Das ist also eine offenbarte politische Strategie unserer selbsternannten Eliten, die eben eine eigene Agenda teilweise verfolgen, die der Bevölkerung bewusst nicht erklärt wird. Gesagt wird ja hier, weil eben die Menschen gar nicht verstanden haben, gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde. Es scheint also Strategie zu sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir über solche Hintergründe sprechen, dass wir solche Langfristwirkungen von Migration und auch von den Gesetzen, die Migration fördern, besprechen, erkennen. Ja, und es gibt in den Medien doch auch einige Unterstützung für diese Migrationsagenda, würde ich es mal nennen. Wissenschaftler, Medienschaffende ziehen an einem Strang. Stellvertretend habe ich hier ausgewählt Jascha Munk, der gesagt hat, es handelt sich gerade hier um ein historisch einzigartiges Experiment, eine monoethnische und monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das wurde in den Tagesthemen nicht hinterfragt. Man hat so getan, als sei das ganz normal und allen bekannt, dass wir uns in einem Experiment befinden hier. Das ist ein seltsamer, entlarvender Ausdruck. Jakob Augstein, der Spiegelverleger, hat gesagt in einem Kommentar am 9.7.2018, durch Einwanderung könnte Deutschland zum neuen, besseren Amerika werden. Wir müssten uns nur von lieben Gewohnheiten verabschieden, zum Beispiel vom Sozialstaat, wie wir ihn kennen. Ja, erzählen Sie das mal einem Rentner, der jahrzehntelang eingezahlt hat und am Ende dann Pfandflaschen sammeln muss, um überleben zu können. Also man fragt sich schon, wo ist denn dieses Interesse, eben so ein neues, besseres Amerika zu werden, was er da so glorifiziert. Das hat die deutsche Bevölkerung, das haben auch andere Bevölkerungen in Europa so nie diskutiert, dass sie das wollen. Das scheint also ein relativ abgehobenes Elitenprojekt zu sein. Und wenn wir nach Amerika schauen, dann sehen wir, dass dieser Schmelztiegel, über den wir immer wieder im Englischunterricht auch alle gehört hatten, der Melting Pot in den USA, ist eben kein Schmelztiegel. Es ist ein Mosaik. Sie sehen hier Chicago und hier den Raum San Francisco, Bay Area, weiße, schwarze, asiatische, Latino-Bevölkerung sind und bleiben scharf getrennt in ihren Vierteln. Es ist also ein Mosaik. Es sind verschiedene Welten, Parallelgesellschaften, denen es auch teilweise sehr stark an Solidarität untereinander mangelt. Eine Gesellschaft zerfällt also Schritt für Schritt. Und Sie erinnern sich an Bilder von krasser Polizeigewalt, teilweise in den USA, wo Sie sehen, wie dann auch die Unzufriedenheit in der Bevölkerung eben mit massiver, totalitärer Unterdrückung in Schach gehalten werden muss. Jetzt sind solche Bilder auch aus Frankreich seit Wochen uns bekannt. Und das kann also nicht ein Modell sein, was erstrebenswert ist. Und wenn Sie es ganz theoretisch betrachten, dann sehen Sie, ein Staat besteht eben aus einem Territorium und aus einem Staatsvolk, Menschengruppe hier bezeichnet. Und wenn Sie unterschiedliche Sprachen haben und sehr starke Minderheitengruppen, die können ja anwachsen durch Migration, dann haben Sie eben zentrifugale Kräfte, die ein Staatswesen auseinandertreiben können. Da gibt es dann Sollbruchstellen und dann kann ein Staat zerfallen. Oder Sie haben auf der anderen Seite zentripetale Kräfte, das heißt, die einen Staat zusammenhalten. Einen, das wäre eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame lange Kulturgeschichte und damit auch ein gemeinsames Wertesystem. Und all das wird natürlich durch massenhafte Immigration untergraben, was die zentripetalen Kräfte bislang ausgemacht hat. Die Europäische Kommission betrachtet Migration als eine ihrer großen Prioritäten. Das ist schon mal interessant. Noch interessanter wird es, wenn wir uns die EU-Migrationsagenda anschauen. Da sind vier Hauptziele aufgelistet. Ich habe mal zwei rausgegriffen. Und zwar ist das eine gemeinsame europäische Asylpolitik, ein gemeinsames System, eine gemeinsame Asylbehörde. Das heißt, die Vorstellung ist, dass die Nationalstaaten ihre Kompetenz hier abgeben an die EU und dass dann in Zukunft die EU darüber entscheidet, wer eben Bleiberecht hat oder
Staatsbürgerschaft bekommt oder nicht, und auch ein belastbares System zur Verteilung der Asylbewerber. Das heißt, als Signal für die Staaten Osteuropas, die eben nicht die Grenzöffnung 2015 von Angela Merkel mit zu verantworten hatten, dass sie eben einfach dann in einem Umverteilungsmechanismus auch ihren Anteil an diesen Migranten kriegen, für die sie letztendlich keine Verantwortung haben. Es wird einfach definiert als eine gemeinsame Verantwortung, die ist quasi wie vom Himmel gefallen und die müssen jetzt solidarisch alle Staaten gemeinsam tragen. Auch da sagt die AfD ganz klar im Europawahlprogramm, wir lehnen so eine Verpflichtung, eine Quote zur Aufteilung von Migranten ab. Deutschland wird ja zuerst mal davon profitieren, weil wir viele loswerden könnten, in Anführungsstrichen. Aber wir gestehen es einfach jedem einzelnen Staat zu, dass er souverän darüber entscheiden kann, wie stark er sich für Migration öffnet. Eine neue Migrationspolitik wird hier noch angemahnt als Ziel. Die Attraktivität Europas für Zuwanderung soll gesteigert werden. Und die Vorteile legaler Migration sollen in den Herkunftsländern greifbarer gemacht werden, unter anderem durch die Erleichterung von Heimatüberweisungen. 2017 sind 17 Milliarden Euro abgeflossen von Geldern, die Flüchtlinge in ihre Heimatländer zurücküberwiesen haben. Und das ist das Doppelte des Entwicklungshilfeetats, über das das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verfügt. Das sind also Unsummen Geldes, die einfach abfließen und die unkontrolliert abfließen. Bei der Entwicklungszusammenarbeit kann man sich ja auch noch sehr trefflich darüber streiten, was die bislang denn geholfen hat. Aber da hat zumindest das Parlament die Chance, darüber zu entscheiden und vielleicht die Entwicklungshilfe auch irgendwann zu verbessern. Aber bei diesen Mittelabflüssen, die hier richtig gehend zur Zielsetzung erhoben werden, die aber für uns nur Kaufkraftabfluss bedeuten, da fragt man sich schon, wie kann man so eine Zielsetzung aufsetzen? Leute, kommt hierher, arbeitet hier und zieht alles Geld, was ihr hier verdient, ab und schickt es in eure Herkunftsländer, statt dass es hier wieder eben im Wirtschaftskreislauf wieder reinvestiert wird. Davon lebt unsere Wirtschaft eigentlich. Also das kann zumindest kein rationales Ziel eines verantwortungsbewusst einen Staat steuernden Politikers sein. Ja, dieses gemeinsame europäische Asylsystem, die Flüchtlingsaufnahmequoten, die Umverteilung, die Migrationsagenda mit Umsiedlung, Resettlement, lehnen wir ab und leisten hier Widerstand. Das ist ein klares Statement der AfD und das müssen wir nur entsprechend auch argumentieren, warum das so ist. Wenn wir jetzt die EU anschauen, der wir ja den Schutz der Außengrenzen zunehmend anvertrauen sollen, dann ist eine ganz wichtige Frage, wie lässt sich erklären, dass der Plan, die Frontex-Kräfte bis 2020 von 1.300 auf 10.000 Mitarbeiter aufzustocken, auf einmal auf 2027 verschoben wurde. Man hat es so argumentiert, auch Horst Seehofer stand da mit dahinter, man habe nicht genügend Personal, um bis 2020 diese Aufstockung zu Wege zu bringen. Es sind 27 oder 28 Mitgliedstaaten und es geht hier um 8.700 Sicherheitsleute, die man bräuchte. Und das scheint nicht zu leisten zu sein. Und man muss das verschieben auf 2027. Also in so guten Händen ist der Außengrenzschutz. Und wenn dann Orbán die Außengrenzen gemäß Schengen-Abkommen geschützt hat, dann wurde er von allen Seiten nur angeschossen und wird heute noch mit Strafen belegt seitens des EU-Parlaments. Und wenn Salvini die Häfen zumacht, um eben einfach das Schlepperwesen, sage ich jetzt mal, nicht weiter zu begünstigen, was im Mittelmeer auch dank Frontex stattgefunden hat. Ich werde das noch genau erklären, warum ich das so nenne. Dann wird er auch harsch kritisiert. Er schützt aber auch einfach die Schengen-Außengrenzen vertragsgemäß, so wie sich das gehört. Alle Binnenstaaten müssen sich darauf verlassen, dass die Staaten mit Schengen-Außengrenzen diese auch schützen. Ansonsten müssen die nationalen Staaten wieder ihre Grenzkontrollen hochziehen und müssen sich irgendwie schützen. Ja,
Die Seenotrettung bzw. Schlepperei ist folgendes Problem. Es wird immer häufiger im Bereich direkt vor der libyschen Küste gerettet, in Anführungsstrichen, und dann eben weit weg nach Italien, nach Europa verbracht. Der Europäische Gerichtshof hatte Italien 2015 verklagt, weil ein italienisches Schiff mehrere hundert Migranten aufgegriffen hatte auf See und sie zurückgebracht hatte in den nächsten sicheren Hafen, das war eben Libyen. Dann mussten über 300.000 Euro Strafe bezahlt werden, Entschädigung bezahlt werden an diese Migranten, weil sie eben nicht nach Europa gebracht wurden, sondern nach Libyen. Das heißt, es war klar, es darf nur Seenot gerettet werden im Sinne von Schlepperei, denn Seenotrettung laut internationalem Seerecht heißt einfach zum nächsten sicheren Hafen. Und somit kann man wirklich von Schlepperei sprechen. Sie sehen hier bei einer Grafik von der New York Times, das ist eine Karte, hier sehen Sie Sizilien, hier Tunesien, Libyen, dass die Rettungsmissionen im Mittelmeer sich von 2014 über 2015 bis 2016 immer näher an Libyen herangeschoben haben und teilweise sogar im Hoheitsgewässer Libyens stattgefunden haben. Die libysche Küstenwache konnte diese Menschen nicht retten, weil ihre Schiffe von der NATO 2011 bombardiert worden waren. Alle Schiffe wurden von den NATO-Staaten, auch von den Europäern, zerstört. Wir haben selbst Libyen zerstört und damit zum Einfallstor für illegale Migration gemacht. Diese Migration hier wird übrigens heute noch vom Islamischen Staat kontrolliert. Der Islamische Staat ist ja nicht überall tot. In Libyen kann er noch funktionieren, weil wir, wie gesagt, 2011 mit der NATO völkerrechtswidrig ohne UNO-Sicherheitsratsbeschluss Libyen zerstört haben, als staatliche Ordnung zerstört haben. Ein Land, was ein hervorragendes Sozialsystem hatte, es war nicht frei, es war eine Diktatur, aber es war ein grandioses Umverteilungssystem von Ölreichtum in die gesamte Bevölkerung hinein. Und so hat da Frieden geherrscht, obwohl Gaddafi sich natürlich nie hätte abwählen lassen. Aber Sie sehen, die Toten im Mittelmeer sind angestiegen durch diese massive Zunahme dann auch der Bootsflüchtlinge. Denn es ist so, wenn die Flüchtlinge wissen, es ist leicht, rüberzukommen nach Europa, ich brauche nur ein Boot besteigen, dann kommt entweder eine NGO oder es kommt die Mission Sophia und rettet mich, dann mache ich das natürlich. Und ich werde auch immer wagemutiger. Und Australien hat gezeigt, dass sie durch das Klarmachen, dass niemand, der auf dem Seeweg illegal ins Land kommt, bleiben kann, diese Art der Migration nach Australien auf Null gebracht und damit auch die Toten. Jetzt ist es so, diese NGOs, die hier vor Ort manövrieren, um möglichst schnell Flüchtlinge aufzunehmen aus sehr unsicheren Schlauchbooten, die stehen im Verdacht sogar mit den IS-Schleppern zu kommunizieren. So nach dem Motto, wir sind jetzt vor Ort, ihr könnt jetzt Boote losschicken. Es werden billige chinesische Schlauchboote gekauft mit Außenbordmotor, den nicht einmal ein Kapitän führen muss, das kann ein Flüchtling machen. Das heißt, die investieren einfach nur in das Schlauchboot und selbst wenn das Schlauchboot verloren ist, haben sie, wenn sie 50 Mann an Bord hatten und haben jeweils 2.000 Euro eingenommen, dann haben sie 100.000 Euro eingenommen, 5.000 Euro für das Schlauchboot bezahlt. Wenn das verloren ist, ist der Gewinn trotzdem fantastisch. Und so funktioniert dieses System. Und deswegen ist eben die Seenotrettung kein Schutz von Menschenleben, sondern es ist ein Anzapfen von Strömen, die nicht zur Ruhe kommen werden, solange sie weiter bestehen. Und dabei werden sich Menschen immer in Gefahr begeben und dann auch zu Tode kommen. Es ist also unverantwortlich. Und da sehen Sie, dass es eben exakt umgekehrt in der Realität ist, wie Sie es in den Medien versucht, wie es versucht wird in den Medien, Ihnen eben immer einzureden. Jetzt kam Salvini 2018, das ist nur die Grafik bis Juli. Ich habe noch nicht die Zahlen der Todesfälle im Mittelmeer durch Migration jetzt für gesamt 2018. Aber zumindest die Zahl der Migranten übers Mittelmeer nach Italien ist wohl um 80% zurückgegangen.
seit Salvini eben einfach klar gemacht hat, das ist nicht der Weg, wie man nach Europa migrieren kann. Die ersten zwei Monate von 2019 lag die Anzahl der übers Meer angekommenen 95% niedriger als in den zwei Monaten des Vergleichszeitraums 2018. Das heißt, das funktioniert. Und zwar ohne die Europäische Union. Wichtig ist aber jetzt auch, es wird nicht nur alles falsch gemacht auf der Ebene der UNO mit dem Migrationspakt, beziehungsweise auf der Ebene der EU mit der Migrationsagenda, die ja Migrationsförderung bedeutet. Wir setzen momentan, ohne dass es die Öffentlichkeit groß wahrnimmt, den UN-Migrationspakt in nationales Recht um. Das Fachkräftezuwanderungsgesetz wurde kurz vor Weihnachten 2018 kurz in den Medien gebracht. Es ist wieder völlig verschwunden aus der Diskussion und Sie würden ohne die AfD sowieso gar nichts mehr hören von dem Gesetz, außer einer kleinen Scheindebatte, da wird es durchgewunken. Aber Anfang 2020 soll dieses Fachkräftezuwanderungsgesetz in Kraft treten. Und es ist ein fatales Gesetz, denn es bedeutet eine Überschwemmung unseres Arbeitsmarktes, faktisch gesehen. Warum? Nicht nur, weil es eine Beschäftigungsduldung geben soll, das heißt, wer eben schon hierher migriert ist illegal, soll dann bleiben können, wenn er eine Beschäftigung nachweisen kann, sondern es entfällt im neuen Gesetz die Beschränkung auf Engpassberufe. Also nicht nur in Berufssparten, wo wirklich Menschen gebraucht werden, sondern in allen Bereichen soll man ins Land kommen können. Und es entfällt die Vorrangprüfung. Das ist hier die Tagesschau als Quelle, wenn ich hier zitiere. Es entfällt die Vorrangprüfung, das heißt, es wird nicht zur Pflicht gemacht, vor einer Stellenvergabe zu prüfen, ob ein deutscher oder EU-Bürger Qualifikationen besitzt und Interesse hat, diese Stelle anzunehmen. Das heißt, sie öffnen natürlich Lohndumping Tür und Tor. Das ist der Effekt. Und es soll Visa geben, befristete Einreise für die Jobsuche. Das heißt, aus jedem Land könnten sie einreisen. Sie brauchen nur irgendeine Qualifikation vorlegen. Sie können in vielen Ländern, also selbst in Europa teilweise ja, alles kaufen, auch Doktortitel kaufen. Das heißt, Sie brauchen nur irgendeine Qualifikation vorlegen, kriegen ein Jobsuchevisum, können vielleicht für 3 Monate einreisen. Ja, und wenn Sie nicht mehr gehen wollen, dann sind Sie halt da, dann bleiben Sie. Naja, und Altmaier erwartet, dass ab 2020 pro Jahr 600.000 Erwerbstätige auf dem deutschen Arbeitsmarkt hinzukommen. Ich hoffe, dass hier die Tagesschau Fake News verbreitet und dass sie sich da um 1 oder 2 Nullen geirrt haben. Aber Sie können es nachlesen. Ich werde noch einen Screenshot machen, dass ich es auch beweisen kann, dass es so auf der Tagesschau-Seite tatsächlich steht. Ja, man fragt sich, warum denn 600.000 zusätzliche Arbeitskräfte pro Jahr in Deutschland gebraucht werden. Gut, wir haben manche Stellen nicht besetzt, ist schon klar, aber wenn wir Studien anschauen, wie sich der Arbeitsmarkt in den kommenden Jahrzehnten entwickeln wird, dann sagen verschiedene Wirtschaftsforschungsinstitute, dass durch die Automatisierung, Roboterisierung, künstliche Intelligenz nicht nur im Bereich Industrie 4.0, sondern auch im Bereich Verwaltung, Dienstleistungen, ganz viele Arbeitsplätze wegfallen werden. Durch Blockchain-Technologie zum Beispiel können Sie wahrscheinlich dann 3/4 der Steuerbeamten in den Ruhestand oder in die Arbeitslosigkeit schicken, wenn Sie nicht verbeamtet sind. Aber es trifft vor allem die weniger qualifizierten Berufe. Da sind es 80-90% der Jobs, die gefährdet sind. Nur bei den hochqualifizierten akademischen Berufen, Führungskräften, sind es ungefähr 10-15% der Arbeitsplätze, die unter Druck sind, die eventuell wegfallen werden. Aber wo sollen denn diese vielen neuen Stellen herkommen? Der Effekt ist doch einfach der. Sie haben dann ein massives Lohndumping durch ein Überangebot an Arbeitskräften und dann zieht das Prekariat eben auch in der normalen deutschen Bevölkerung ein. Das ist also kein Konzept, was uns sozialen Frieden beschert. Es ist auch kein
Fragen machen wir dann bitte später, wegen der Aufzeichnung. Es ist kein Konzept, was letztendlich unsere Wirtschaft auch voranbringt. Wir sind als deutsche Wirtschaft, als europäischer Wirtschaftsraum, stehen wir in direkter globaler Konkurrenz auch zu China, zu USA, zu anderen aufstrebenden Staaten. Und wenn wir als Europa bestehen wollen, müssen wir natürlich schauen, dass wir entsprechend fit und wettbewerbsfähig bleiben als Gesamtgesellschaft und als eben auch Wirtschaftsnation. Ja, und Seehofer ist ganz beglückt, er sagt, kein anderer Staat hat ein so modernes und unbürokratisches Arbeitsrecht wie das, was sie da beschließen wollen. Es ist also unglaublich, dass eine CSU hinter so einer Politik steht. Sie ist nicht mehr wiederzuerkennen, diese CSU von Strauß. Heil versucht, die Angst vor einer Zunahme illegaler Migration zu entkräften. Wir werden also nicht überrollt werden, denn es gibt ganz hohe Kriterien, Ansprüche, zum Beispiel an die Sprachprüfung. Ich weiß von Flüchtlingen, die mir berichtet haben, dass die Lösungen für die Prüfungsaufgaben vor den Prüfungen unter den Migranten zirkulieren auf WhatsApp. Die haben alle vorher die Lösungen, lernen die auswendig und schaffen dann die Prüfung. Und er hat sich beschwert, auch bei staatlichen Stellen, und es wurde nichts unternommen, um das abzustellen. Er hat also nirgendwo eine Resonanz bekommen. Also es ist nicht glaubwürdig, dass wir sagen, es werden so hohe Sprachanforderungen gestellt, dass da eh nicht viele kommen werden. Das ist also nicht glaubhaft nach den bisherigen Erfahrungen. Dann ist doch auch eine Frage, wenn wir als Europa solidarisch sein wollen, zusammenhalten wollen, dann müssen wir doch auch mal sehen, wie ist die Situation in Südeuropa, wo es eben 39% Jugendarbeitslosigkeit gibt in Griechenland, 33% in Spanien, fast so hoch in Italien und in weiteren Ländern. In Deutschland ist sie am niedrigsten mit 6%, Tschechien 6,1%. Aber jetzt ist doch für mich die Frage, warum fällt uns da nicht zuerst ein, eben eine innereuropäische Lösung zu finden, wo wir den Menschen eine Perspektive bieten? Und auch das hat der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, so gesehen. Er drängte darauf, dass die in Deutschland lebenden 232.000 erwerbslosen Personen unter 25 Jahren zunächst mal nachqualifiziert werden sollten, bevor man auf Fachkräftezuwanderung außereuropäischen Zuschnitts setzt. Und auch eben das Potenzial der von hoher Jugendarbeitslosigkeit geplagten südeuropäischen Staaten nutzt. Das fällt also schon auch anderen auf und auch die Tagesschau berichtet darüber, aber die dominanten politischen Parteien in Berlin berücksichtigen das nicht. Und die Europäische Union, die Europäische Kommission, muss man sagen, ist da auch nicht zur Stelle und sagt, wir legen ein Programm auf, wo wir diesen jungen Menschen zunächst mal helfen, dass sie überhaupt Familien gründen können, dass sie überhaupt selbstständig werden können, eine Perspektive finden. Stattdessen, wie gesagt, öffnet man die Tore ohne Einschränkung auf Engpassberufe, ohne Vorrangprüfung für eben gerade vielleicht auch arbeitslose Jugendliche aus der eigenen europäischen Region und schafft damit Zündstoff für soziale Auseinandersetzungen in der Zukunft. Wenn wir dann noch etwas weiter schauen, über Europa hinaus, dann sehen wir, dass die Bevölkerungszunahme gerade in Afrika, hier beispielhaft Nigeria, da ist Uganda, Äthiopien, exorbitant sein wird. Das ist also die Zunahme der Bevölkerung bis 2100. Da haben wir bei Nigeria plus 740 Millionen Menschen. Wir haben in Deutschland, und da ist schon Migration eingerechnet, eine Abnahme von 26 Millionen Menschen. Ein Viertel der Bevölkerung bis Ende des Jahrhunderts weniger. Das wäre an für sich kein großes Problem, weil sie das ja so steuern können, dass eben einfach der Produktivitätszuwachs, den wir haben in der Wirtschaft, entsprechend umverteilt wird, dass die Menschen, die jetzt zum Beispiel schon in Rente sind, eben auch entsprechend noch leben können. Aber wenn Sie diesen Migrationsdruck, den diese Bevölkerungsexplosion auslöst, einfach zur Kenntnis nehmen
und keine wirklichen vorsorgenden Lösungsmaßnahmen treffen, dann ist es zu erwarten, dass der Migrationsdruck so massiv wird, dass wir nicht mehr steuern werden in den kommenden Jahrzehnten, sondern einfach nur noch Beobachter werden eines Tsunamis, eines nicht steuerbaren Prozesses. Und da hilft es eben nicht, wenn die International Organization for Migration, IOM, das ist die internationale Organisation für Migration der UNO, propagiert, dass eben Migration wünschenswert ist, weil ja die Migranten gut ausgebildet sind. Es ist eine Katastrophe, wenn ein gut ausgebildeter afrikanischer Arzt nach Deutschland kommt oder ein syrischer Arzt, weil dann entsprechend viele Menschen in diesen Ländern sterben werden, weil dort die Ärztedichte teilweise hundertfach niedriger ist als bei uns. Und es ist auch letztendlich Humankapitalraub, würde ich mal sagen. Denn einen Arzt auszubilden kostet 200.000 bis 300.000 Euro in Deutschland. Und wenn wir einen ausgebildeten Arzt aus Syrien bekommen, der hier voll einsetzbar ist, dann haben wir zwar dieses Geld gespart, aber der syrischen Bevölkerung, der syrischen Volkswirtschaft haben wir das entzogen. Das ist also auch nicht humanitär und auch nicht fair. Ich hatte die Chance, im Dezember letzten Jahres nach Marrakesch zu gehen und auch im UNO-Compound zu sein, wo dieser UN-Migrationspakt per Akklamation 45 Sekunden Applaus angenommen wurde. Ich hatte dort einen Presseausweis und man hat da also wirklich eine wunderschöne Oase aufgebaut, wo, ja, ich würde mal sagen, eine relativ abgehobene Schicht der Bevölkerung, eben nur Diplomaten, Ministerialvertreter, einige Chefs von irgendwelchen internationalen NGOs, die sich mit Migration beschäftigen, getroffen haben und die sich geeinigt haben über diesen Migrationspakt. Ihr Sicht auf die Migration wird verdeutlicht hier durch dieses schöne Kunstobjekt, wo Menschen mit Rucksäcklein nach Norden und Süden wandern, als würde es sich um Familienausflug handeln. Alles wunderbar. Feiern lassen hat sich natürlich auch der Star, der ranghöchste Regierungsvertreter, der diese Konferenz besucht hat, Angela Merkel. Denn anders als sie das in den öffentlichen Debatten zugegeben hat, war sie Drahtzieherin dieses Migrationspakts und auch des Flüchtlingspakts. Deutschland und Marokko hat 2016, 2017 gemeinsam den Vorsitz gehabt in einem Forum, das diesen Migrationspakt ausgearbeitet hat. Und sie hat wahrscheinlich nicht nur zufällig hier diese schöne UNO-blaue Jacke an, denn, das ist meine Vermutung, sie will am 01.01.2022 gerne UNO-Generalsekretärin in New York werden. Und sie hat wahrscheinlich mindestens 154 Staaten schon hinter sich, die Stimme sicher, die diesen Migrationspakt natürlich sehr begrüßt haben. Ja, interessant ist ja, dass Deutschland das Rückgrat hat, zu einem Pakt zu stehen, der nicht verbindlich ist. Zu etwas, was nicht verbindlich ist, muss man nicht stehen, liebe Freunde. Es ist aber Augenwischerei zu sagen, der Pakt sei nicht verbindlich. Ein solcher Pakt muss natürlich zuerst in nationales Recht umgewandelt werden, wenn er von der UNO beschlossen wurde. Aber es ist eine Absichtserklärung. Es ist die Marschrichtung, in der man gehen will. Und wir sehen es an der EU-Migrationsagenda schon und wir sehen es am Fachkräftezuwanderungsgesetz, in welche Richtung es geht. Der Migrationspakt war eine Sache. Der Flüchtlingspakt, da hieß es dann seitens Österreich sogar, den nehmen wir an, der ist nicht so schlimm. Wer sich dieses Werk durchliest, der sieht, dass es durchaus genau den gleichen Sprengstoff birgt. Denn es ist die Rede von robusten Regelungen zur Lastenteilung. Das heißt, Industriestaaten sollen vermehrt Flüchtlingen aus Staaten nahe der Herkunftsländer aufnehmen. Und es sollen zunächst humanitäre Visa vergeben werden, die dann aber eine dauerhafte Lösung irgendwann darstellen sollen. Oder sie sollen zumindest dafür bezahlen. Wenn sie also keine Migranten aufnehmen wollen, dann sollen sie dafür bezahlen.
Und es soll Umsiedlung auf Privatinitiative sogar möglich werden. Es werden also im internationalen Recht Privatpersonen, die sind benannt, Kommunen, Firmen, als relevante Interessenträger akzeptiert werden in der Zukunft. Normalerweise regelt die UNO zwischenstaatliche Beziehungen und Staaten sind die Akteure. Aber hier, wie gesagt, kann dann der Fall aufkommen, dass Firmen sagen, ja, wir bräuchten jetzt mal einen Schwung von Menschen aus diesem oder jenem Land oder eine Kommune oder irgendwelche Privatpersonen sagen, ich möchte hier irgendeinen Migrant aufnehmen, ich setze mich für ihn ein, dann wird das Auswärtige Amt Schwierigkeiten haben zu argumentieren, dass seine Botschaft dem kein humanitäres Visum gibt. Denn Deutschland hat diesen Pakt angenommen und da steht drin, man soll humanitäre Visa vergeben, wenn eben die verstärkt als Partner sich einsetzenden privaten, kommunalen, unternehmerischen Kräfte das letztendlich fördern und stützen. Das heißt, da ist Migration Tür und Tor geöffnet und wichtig ist auch festzustellen, dass mehrmals im Pakt genannt wird, Rückkehr nur freiwillig und nur als Option. Und selbst wenn die Ursache der Flucht aus einem Land gelöst wurde, wenn also ein Konflikt zum Beispiel beigelegt wurde, kann laut diesem Flüchtlingspakt nicht davon ausgegangen werden, dass dann eine freiwillige Rückkehr angenommen werden kann, dass eine freiwillige Rückkehr vorliegt. Ja, die Zielstaaten entmachten sich damit komplett. Ich habe dann diese Reise nach Marokko genutzt, um auch noch die bestgesicherte Außengrenze der EU, die bestgesicherte Landgrenze, mir näher anzuschauen. Ich war in Ceuta und habe mit Grenzbeamten gesprochen, auf der marokkanischen und auf der spanischen Seite. Und die haben gesagt, es ist natürlich völlig zuwiderlaufend, was da in Marrakesch verhandelt wurde, gegenüber der Realität, der sie ausgesetzt sind als Grenzbeamte. Im Migrationspakt heißt es zum Beispiel, nur noch Grenzmanagement wird betrieben. Und das soll nicht diskriminierend, kindergerecht und geschlechtersensibel sein. Ja, da frage ich mich, wie wollen die das machen? Der Grenzbeamte hat gelacht, als ich ihm die Frage gestellt habe, ob dann eben für Kinder niedriger Zaunabschnitt gemacht wird und für Frauen einer ohne Stacheldraht. Er hat gesagt, das ist einfach alles pure Theorie, aber vielleicht ist es eben die Zukunftsvision derer, die eben nationale Grenzen und nationale Staaten generell abschaffen wollen. So meine Forschungshypothese. Ja, am 26. Juli letzten Jahres sind 612 Jugendliche über den Grenzzaun von Ceuta gestürmt. Ich habe einige von ihnen auch dort getroffen und interviewt. Das sind also wirklich junge Leute, das sind die Ärmsten, das sind also nicht die, die einen Schlepper bezahlen können. Die Mittelschicht, würde ich mal sagen, die kommt per Boot in Europa an oder teilweise sogar per Flugzeug. Aber die Ärmsten, die stürmen eben tatsächlich da den Grenzzaun, verletzen sich dabei auch, agieren aber auch mittlerweile schon mit selbstgebastelten Flammenwerfern und ätzendem Brandkalk. So greifen sie die Polizisten an. Das ist letztendlich ein Vorausschau auf die Situation, wenn Sie das Jahr 2030, 40, 50 fortfolgende sich anschauen und durch den Bevölkerungsdruck und interne Destabilisierung auch durch diesen Bevölkerungswachstum natürlich immer mehr Menschen, dann nicht 600, vielleicht 6.000, 60.000, 600.000 versuchen eben dann die Grenzen zu stürmen auf einmal. Dann ist da kein Halten mehr. Das heißt, wir müssen uns mit diesen Problemen auseinandersetzen. Und es muss auch klar sein, wer nach Europa reingekommen ist, der hat dadurch keinen Freibrief zu bleiben, wie es momentan durch Beschäftigungsduldung, früher Spurwechsel genannt, suggeriert wird und jetzt durch das Fachkräftezuwanderungsgesetz noch legalisiert, systematisiert, standardisiert werden soll. Und deswegen sagen wir auch ganz klar in unserem Europawahlprogramm, dass eben zum einen die Herkunftsstaaten ihrer Leistungsträger beraubt werden, das hatten wir schon beim Beispiel des Arztes genannt,
und dass damit ein Teufelskreis noch größerer Verelendung in diesen Herkunftsregionen angestoßen wird und dass deswegen kein Zweifel daran bestehen darf, dass eben auch die Durchsetzung der Rückkehr erfolgt, wo ein Schutz auf Zeit gewährt wurde. Das ist der Gedanke von Asyl. Der Gedanke von Asyl, wie er in der Genfer Flüchtlingskonvention 1951 niedergelegt wurde, ist eben der Schutz von Individuen vor Verfolgung. Auf Zeit natürlich, bis sich eben die Verfolgungssituation erledigt hat. Jetzt ist es aber so, wenn es eine Befriedung gibt, wie zum Beispiel in Eritrea, da gab es einen Friedensvertrag Mitte 2018. In Syrien, da ist die Befriedung zu rund 90% vorangeschritten. Der Islamische Staat ist tot in Syrien. Es gibt noch weitere islamistische Terroristengruppen, die lange Jahre vom Westen dort finanziert, bewaffnet wurden. Und es gibt natürlich noch die EU-Sanktionen, die Syrien auspressen und die Bevölkerung darben lassen. Aber die Frage ist doch trotzdem, warum halten wir zum einen durch EU-Sanktionen Fluchtursachen aufrecht und zum anderen, wenn eine Befriedung erzielt wurde, warum entwickelt unsere Regierung, warum entwickelt auch nicht die EU ein Rückkehrkonzept? Und da bräuchte es eine Zusammenarbeit mit anderen EU-Staaten. Denn wenn wir in einem gemeinsamen Schengen-Raum leben, dann reicht es natürlich nicht, dass ein Staat alleine Rückführung praktiziert, so wie es momentan Dänemark sehr stark tut, unter Zustimmung übrigens auch der Sozialdemokratischen Partei, der Opposition interessanterweise, wie es in Italien momentan läuft. Da wurden jetzt in den letzten 2 Monaten 4-mal so viele Menschen zurückgeführt in ihre Heimatländer, wie neu hinzugekommen sind. Das ist also auch ganz anders möglich als bei uns in Deutschland. Aber trotzdem ist es wichtig, dass eben da die Länder auch zusammenarbeiten. Denn sonst werden natürlich nur die Migranten von einem Land rausgedrängt innerhalb der EU und in das andere, was eben noch laxer diese Themen handhabt, hineingedrängt. Da sind also gemeinsame Standards wichtig. Ein kleiner Exkurs nach Syrien. Ich war 2015 auf Forschungsreise dort. Es ist damals ein Kamerateam aus England dabei gewesen, Channel 4. ZDF Auslandsjournal 2015 hat die Sendung übersetzt, Flucht aus der IS-Sklaverei ist daraus entstanden. Und da habe ich in vielen Interviews mitkriegen müssen von Opfern, wie eben Gefangene des Islamischen Staats leiden, was sie leiden mussten in Syrien. 2018 konnte ich wieder zurückkehren im März. Da war in unserer Delegation mit Schwester Hatune, die dort viele sehr gute Hilfsprojekte unterhält, auch der Chemnitzer AfD-Abgeordnete Uli Oehme mit dabei. Und da haben wir sehen können, wie nach den großen Zerstörungen, hier der alte Jesiden-Tempel, wie da Wiederaufbau stattfindet. Hier sehen Sie den neuen Jesiden-Tempel, wie wieder Bevölkerung zurückkehrt und die Heimat wieder aufbaut. Und es ist auch interessant festzustellen, dass zum Beispiel Religionsvertreter wie Baba Sheikh, das ist das religiöse Oberhaupt, quasi wie der Papst der Jesiden weltweit, den ich dort treffen konnte, wie aber auch der Bischof von der Erzdiözese Al-Kosh, wo ich einen Gottesdienst besucht habe, sagen, alle Menschen sollen bitte wieder zurückkehren, die geflohen sind, vor allem unsere jungen Vertreter, unsere Glaubensgemeinschaft, unsere Kultur. Sonst hat unsere Religion, unsere Kultur keine Zukunft im Irak, in der Region. Es sind seit 2003, seit der völkerrechtswidrige Angriff der NATO unter Führung der USA auf den Irak stattgefunden hat, 90%, fast 95% der Christen aus dem Irak geflohen. Das Christentum hat damit quasi nach fast 2000 Jahren seinen Todesstoß versetzt gekriegt. Aber diese Vertreter wünschen sich eine Rückkehr. Das hier ist ein sehr seltsamer Spielzeugladen. Da sehen Sie, wie Gewalt natürlich schon auch noch präsent ist im Irak. Man kann hier neben den Spielzeugautos auch Langwaffen kaufen. Aber die Rückkehr ist eine wichtige Perspektive, nicht nur für das Land, sondern auch
für eben Menschen, die hier in unserem Land sehr schwer nur in den Arbeitsmarkt je zu integrieren sind, wo der Wettbewerbsdruck immer stärker steigt, die Qualifizierungsanforderungen immer höher werden. Hier sehen Sie junge Leute, die da die Straße wieder schön machen. Sie sehen hier einen Wiederaufbauplan in Baba Amr, einem Stadtviertel, was zuvor ein Elendsviertel war, aber weil so eine riesige Wohnraumnot herrscht, werden jetzt Großwohnsiedlungen hochgezogen. Und das Ganze wird dann eben mit chinesischen Firmen, mit chinesischem Kapital gemacht, weil US-Sanktionen andere Länder daran hindern, Syrien beim Wiederaufbau zu unterstützen. Aber wir Europäer wollen ja auch schon Syrien nicht wieder aufbauen. Wir haben ja die EU-Sanktionen noch in Kraft, die das syrische Volk aushungern. Und wir blockieren ja jegliche diplomatische Zusammenarbeit mit der Regierung Assad. Ob sie uns gefällt oder nicht, ist sonst in der Welt nie ein Kriterium. Bei Saudi-Arabien interessieren uns die Menschenrechte sehr wenig. Nur wenn die Medien mal die Bundesregierung unter Druck setzen, werden kurzzeitig die Waffenlieferungen eingestellt. Aber hier ist scheinbar kein Interesse da, mit Syrien zu kooperieren, dem Land zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen, dass die Menschen eine Rückkehrperspektive haben. Das ist inhuman, sage ich Ihnen. Das ist wirklich inhuman, auch wenn die Medien immer so tun, als sei eben die AfD die fremdenfeindliche Partei und alle anderen Parteien seien die Guten. Ja, was wir fordern, ist Hilfe vor Ort. Und ich habe das mal das Näheprinzip genannt oder mit dem Fremdwort Proximitätsprinzip. Hilfe in möglichst großer Nähe und Hilfe erst dann in weiterer Entfernung, wenn sie vor Ort aus irgendwelchen zwingenden Gründen nicht so gut und effektiv geleistet werden kann. Das ist doch einleuchtend, oder? Das Subsidiaritätsprinzip funktioniert ähnlich. Politische Entscheidungen dürfen nur dann auf höhere Ebene übertragen werden, wenn sie von einer weiter unten, näher am Bürger befindlichen Ebene nicht so gut geregelt getroffen werden können. Also zum Beispiel kann eine Kommune natürlich nicht Landesverteidigung sichern, das muss der Nationalstaat machen. Aber was momentan abläuft, dass eben alle diese Kompetenzen immer weiter nach oben getragen werden, immer weiter weg vom Bürger, das ist eine Verletzung dieses Subsidiaritätsprinzips in der Europäischen Union. Und bei der Migrationsfrage und bei der Flüchtlingshilfe, in Anführungsstrichen, haben wir eine Verletzung dieses Näheprinzips. Denn es macht durchaus Sinn, dass man in zeitlicher Nähe hilft, in auch kultureller Nähe, in ethnischer Nähe, ich werde das kurz noch erläutern, in wirtschaftssystemischer Nähe, in räumlicher Nähe, dass auch eine leichte Rückkehr nach Beendigung des Konflikts möglich ist. Wenn wir uns jetzt hier diesen Block anschauen, dann stelle ich mir die Frage, warum hat Saudi-Arabien keine Flüchtlinge aufgenommen, als der Syrien-Konflikt ausgebrochen ist? Man hat argumentiert, wir möchten uns keine politischen Konflikte ins Land importieren. Gut, aber sie haben dann Deutschland angeboten, dass sie uns 250 weitere Moscheen finanzieren würden, damit wir hier eben besser die Muslime integrieren können, die sich in Saudi-Arabien vermutlich sehr wohl gefühlt hätten. Es ist auch der sunnitische Islam, so wie in Syrien. Da sind ja hauptsächlich sunnitische Muslime geflohen. Aber da hat man sich gesperrt und deswegen drängt sich einem natürlich der Verdacht auf, dass es sich hier um eine Programmatik handeln könnte. Wenn man nämlich die übrigen Bestrebungen Saudi-Arabiens in der gesamten Welt anschaut, den Islam auszubreiten, zu finanzieren, zu fördern und immer zu knüpfen an die Bedingung, dass sie eben ihre eigenen Moscheen hochziehen, dass sie ihre eigenen wahhabitischen bzw. in Saudi-Arabien ausgebildeten und dann radikalisierten Imame dort installieren und damit dann Konflikte in die Welt hinaustragen. So wie in Nigeria. Dort lässt sich das eindeutig nachvollziehen. Das ist eines meiner Forschungsergebnisse aus der Zeit bis 2015. Ja, und man muss den Deutschen zuerst mal erklären, nur den Deutschen, die anderen Europäer wissen das alle, dass es nationale Interessen gibt und dass das auch gar nicht verwerflich ist, nationale Interessen zu haben. Das ist eine ganz natürliche Sache. So wie Sie als Mensch das natürliche Interesse haben, etwas zu essen, um nicht zu verhungern, so hat ein Nationalstaat, ein Volk, ganz natürliche Interessen,
die es natürlich im Diskurs zuerst mal analysieren und auch definieren muss, aber die man dann auch entsprechend artikulieren muss, auch durchsetzen muss. Das machen die anderen Nationalstaaten in Europa vortrefflich, setzen sich oft durch mit ihren eigenen Interessen und Deutschland sagt, naja, okay, wir denken europäisch und geben unsere eigenen Interessen auf. Das ist ja unsere Regierung, die das tut, das ist ja nicht die Bevölkerung. Wir wissen ja nicht, wie hoch wir pro Person über Target 2 schon letztendlich verschuldet sind. Und diese Forderungen können wir als Bürger, nicht nur Deutschland bzw. Bundesbank, wir als Bürger komplett abschreiben. Es wird uns ja nicht erzählt. Aber wie gesagt, es gibt nationale Interessen, es ist nicht verwerflich und sie sind nicht automatisch deckungsgleich mit den Interessen der EU oder anderen Staaten. Und es ist wichtig, dass deshalb auch demokratische Kontrolle der Bürger innerhalb des Nationalstaats bestehen bleibt, dass wir diese Interessen definieren können, dass wir sie auch verteidigen können, dass das eben nicht einfach übertragen wird an eine sterile Konstruktion in Brüssel. Dann das Migrationsgeschehen der vergangenen Jahre hat unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt geschwächt. Es hat die gesamte Gesellschaft unter Druck gesetzt, unter Spannung gesetzt. Es gab das Für und das Wider gegen Migration. Das war also Sprengstoff für unsere Gesellschaft. Interessanterweise hat genau diese These auch Professor Greenhill aufgestellt, die in umfangreicher Forschungsarbeit nachgewiesen hat, dass es zigmal den Einsatz der Waffe Massenmigration gegeben hat in den letzten 50, 60 Jahren, hat sie empirisch nachgewiesen, um eben Konflikte im Interesse einer Partei zu entscheiden. Und ein Ziel dieser Waffe Massenmigration ist auch die Spaltung der Zielbevölkerung. Jetzt ist natürlich die Frage, wer setzt so eine Waffe Massenmigration ein? Das ist ganz schwierig, da die Hintergründe zu verstehen. Aber es könnte durchaus sein, dass die USA die Europäische Union als Konkurrenz empfunden haben. Denn sie waren und sind noch ein Stück weit die Führungsmacht in der Welt. Und das lassen sie sich nicht gerne wegnehmen. Denn das würde sie Wohlstand kosten über den Petrodollar, über die Militärmacht, die sie in der Welt überall installiert haben. Sind sie noch die Führungsmacht, aber es ist langsam ausgehöhlt. Und wenn die EU zu stark geworden wäre, dann hätten sie an uns diesen Posten abgeben müssen. Vielleicht erklärt das teilweise, dass eben die NATO unter der Führung der USA nicht Europas Sicherheit verteidigt hat in den letzten 25 Jahren, sondern unsere Sicherheit eklatant gefährdet hat, sogar zerstört hat. Das ging los im Jugoslawienkrieg, hat sich fortgesetzt im Irakkrieg 2003, hat sich fortgesetzt in Libyen 2011, in Syrien bis heute noch. Es ist nicht geglückt, Gott sei Dank, auch dank des Eingreifens eben Russlands, dass die Regierung dort wieder stabilisiert hat. Das muss man aus geopolitischer Erwägung tatsächlich als Glücksfall erachten. Aber das könnte eventuell ein Hinweis darauf sein, dass es tatsächlich Kräfte gibt in der Welt, die ein Interesse an der Schwächung Europas haben. Das ist nur mal ein Gedankenanstoß. Es ist schwierig, diese Themen natürlich wirklich auch so in der Tiefe zu eruieren und auch mit Belegen zu unterfüttern, dass sie da eine Beweisführung schlüssig führen können. Aber es ist zumindest mal ein legitimer Gedanke. Dann, was wichtig ist, ein weiteres Interesse Deutschlands ist eben neben dieser Stabilisierung wieder unserer Nachbarschaft in Nahost, auch in der Ukraine natürlich und in Afrika, die Umkehr des Migrationsstroms. Denn wir werden es nicht schaffen, unter den Vorzeichen der aktuellen Transformation unserer Wirtschaft, des Wegfalls von Arbeitsplätzen, eine große Menge zusätzlicher Bevölkerung wirklich so zu integrieren, dass sie eine harmonische Gesellschaft wahren können und damit auch die Grundlage für Demokratie in unserem Land wahren können. Das wird nicht funktionieren und deswegen tritt auch die ganze AfD ein für eine Remigrationsagenda. Und Remigranten
können sogar ihre Herkunftsländer stärken. Sie können auch Deutschland stärken, wenn dadurch die Beziehungen zu anderen Ländern intensiviert werden, die wir vormals vielleicht nicht hatten. England zum Beispiel zieht einen Großteil seiner Stärke, Frankreich einen Großteil seiner Stärke daraus, dass sie eben noch Vernetzungen haben in die Welt hinein. Die Türkei baut solche Vernetzungen neu auf. Sie vergeben Stipendien an junge Leute in zentralasiatischen Republiken, damit die nach Istanbul kommen, dort Ingenieurswissenschaften studieren, Türkisch lernen und wieder zurückgehen. Und dann haben sie Wirtschaftspartner in diesen Ländern und sie werden zur Führungsmacht in diesem Raum. Das heißt, Remigration kann unser Land auch stärken und sie kann zum beiderseitigen Nutzen sein. Ja, wir brauchen eine Remigrationsagenda. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, das als Anstoß dann für die Diskussion. Ein Stopp militärischer Interventionen für Regierungsumstürze ist ganz klar das, was das Völkerrecht fordert und was auch die AfD fordert. Wir akzeptieren nicht, dass die Bundeswehr weiterhin in irgendwelchen völkerrechtswidrigen Auslandseinsätzen eingesetzt wird. Wir haben auch kein Interesse daran, dass 0,1% Wirtschaftswachstum dadurch erzielt wird, dass wir Waffen in Krisenregionen liefern, wo dann Kriege ausbrechen und Millionen von Migranten zu uns kommen und langfristig ein Vielfaches der Kosten entsteht, was diese zweifelhaften wirtschaftlichen Gewinne uns davor beschert hatten. Ein weiterer wichtiger Punkt, eine wichtige Voraussetzung, dass wieder Ordnung einkehren kann in der gesamten Migrationsproblematik, ist natürlich, dass auch EU-Außenhandelsabkommen auf den Prüfstand gestellt werden. Es kann nicht sein, dass wir mit Milliarden EU-Agrarsubventionen hier Geflügel so günstig produzieren, dass wir die Flügelchen, die wir als Abfall entsorgen müssten, mit Kühlflugzeugen nach Westafrika fliegen, dort den Marktpreis für Geflügel zerstören, sodass ein Kleinbauer, der ja wirklich keine hohen Lebenshaltungskosten hat, nicht mehr wettbewerbsfähig Hühnchenfleisch produzieren kann im Vergleich zu den per Flugzeug eingeflogenen Geflügelteilen. Das ist also eine Perversion jegliches Klimaschutzes, eine Perversion jeglicher Agrarpolitik, das ist eine Perversion letztendlich auch jeglicher Entwicklungshilfe, der da wieder entgegengearbeitet wird. Dann wir brauchen eine massive Aufstockung der Entwicklungshilfe, die ich aber nicht mehr Entwicklungshilfe nennen mag, wenn ich mir ansehe, wie Entwicklungshilfe in den vergangenen Jahrzehnten geleistet wurde, sondern es muss eine am Menschen orientierte Remigrations-, eine Rückkehrhilfe sein. Dann brauchen wir Rückführungsabkommen mit den Herkunftsstaaten. Es kann nicht sein, dass dem Wirtschaftsgiganten, dem G7-Staat, Deutschland auf der Nase herumgetanzt wird von irgendwelchen afrikanischen Zwergstaaten, die schlicht und ergreifend sagen, egal ob jemand unser Staatsbürger ist oder nicht, wir nehmen die einfach nicht zurück oder wir nehmen nur 15 Personen pro Tag maximal zurück. So sagt es zum Beispiel Tunesien. Und dann kann kein Abschiebeflieger jemals wirtschaftlich funktionieren, wenn da nur 15 Menschen im Flieger sitzen dürfen. Also wir müssen hier auch unsere Interessen klar kennen und dann auch klar durchsetzen und dürfen uns hier nicht von irgendwelchen Zwergstaaten über den Tisch ziehen lassen. Das geht natürlich nur mit der aktuellen Bundesregierung, wo eben außenpolitisch überhaupt keine Kompetenz, überhaupt kein Profil da ist. Mit denen kann man das machen. Dann brauchen wir eine Erneuerung der Grundlagen für Asyl gesetzlicher und politischer Art. Das heißt, Asyl muss wieder wirklich so verstanden werden, wie es einmal gedacht war. Schutz für Hilfebedürftige, und das findet momentan nicht statt. Die Menschen, die ich im Irak getroffen habe, die wirklich unter Verfolgung leiden, weil sie eben zu religiösen Minderheiten gehört haben, 2015 waren sie ja noch wirklich sehr unter Druck, die konnten eben keinen Zugang zu Deutschland bekommen, indem sie zur Botschaft gegangen sind, gesagt haben, mein Haus wurde in die Luft gejagt oder wurde mir weggenommen, ich musste fliehen, ich bin in Todesgefahr. Man hat sie dort einfach sitzen lassen, in der Gefahr zurückgelassen. Nur wer eben den Schlepper bezahlen konnte,
mehrere tausend Euro aufwenden konnte, es in die Europäische Union hineingeschafft hatte. Für den waren dann die Herzen auf einmal offen. Den wurde ein Willkommen ausgerufen und das eigene Gewissen war beruhigt. Aber die, die in viel schlimmerer Situation vor Ort darben, die sich keine Flucht leisten konnten, da waren die Botschaftstüren verschlossen, da haben auch die Kameras bei uns nicht hingeschaut. Das ist keine humanitäre Hilfe. Ja, und die Rückführungsprogramme, die müssen hier und jetzt starten. Wir brauchen dafür auch unsere Wirtschaft. Wir brauchen Wirtschaftskooperation. Jetzt ist natürlich die schwierige Situation, dass die Wirtschaftsverbände jetzt Juhu schreien über diesen Spurwechsel, über diese Beschäftigungsduldung. Denn bei ihnen werden ja die Löhne gedrückt dadurch. Das heißt, es wird wirklich eine Aufgabe sein, hier Partner zu finden, die auch ökonomische Interessen in diesen Herkunftsländern erkennen und wahrnehmen können, so wie es China macht, seit vielen Jahren mit hundertfachen Investitionen in Afrika. Das machen sie nicht aus humanitären Gründen, sondern weil sie da wirtschaftliche Vorteile haben. Aber solche Partner brauchen wir auch, die eben das mittragen. Denn der Staat hat sich bislang als relativ ineffizient erwiesen, Entwicklungshilfe so zu gestalten, dass wirklich das Arbeitsplatz wirksam wird und dass es wirklich am Interesse des Menschen orientiert ist. Ich möchte Ihnen nahelegen, einfach mal den Link aufzurufen, AfD, Europawahl oder Europawahlprogramm. Da finden Sie auch natürlich noch viel mehr Punkte zu diesen Themen und in der gesamten Palette der Programmatik, der Politikfelder, die wichtigsten Aussagen. Aber ansonsten möchte ich dazu appellieren, dass wir eben zusammenstehen, dass wir diesen Kleinkrieg, den wir jetzt gerade auch leider in Bayern sehr leidhaft mitkriegen, dass wir den einstellen, dass wir wieder die gemeinsamen Ziele erkennen. Denn wir stehen vor historischen Herausforderungen, vor historischen Aufgaben. Und wenn wir die nicht schaffen, gemeinsam zu lösen, die Einheit innerhalb unserer Partei ist natürlich der erste Schritt. Der zweite Schritt muss der sein, dass wir auch unsere Argumente, unsere Punkte, die ja sachlich versteckt und Ort sind, auch so kommunizieren, dass in der Bevölkerung verstanden wird, dass es uns nicht um Fremdenfeindlichkeit geht, sondern einfach um das Management unserer Gesellschaft in einer Form, dass sie weiterhin bestehen kann. Wir brauchen da gewisse Regeln. Und da brauchen wir die gesamte Gesellschaft. Aber ausgehen wird der Wandel sicherlich nur von uns. In unserer Gruppierung haben sich die Menschen gesammelt, die mutig sind und die die Signale der Zeit schon verstanden haben. Von uns muss dieser Wandel ausgehen. Ich sehe natürlich gewisse Chancen, dass von Österreich, Ungarn, Italien, die Impulse zuerst kommen werden, die wirklich sichtbar werden. Aber mit diesen Partnern müssen wir dann auch verstärkt zusammenarbeiten. Und dann wird vielleicht auch in Deutschland ein Aufwachen langsam vonstatten gehen, wenn wir in anderen Ländern sehen, dass dort eben jemand nicht als Nazi verschimpft werden muss, wenn er als Sozialdemokrat in Dänemark zum Beispiel für die Verschärfung des Asylrechts ist, um dem eigentlichen Asylgedanken wieder zum Durchbruch zu verhelfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.